Hallo und herzlich willkommen zur Parkbesichtigungstour von unserer Biosyn Jurassic World. Aber man kommt hier halt rein, hat direkt den Blick aufs erste Gehege durch ein paar schöne Springbrunnen. Da sind dann auch schon die ersten Lebewesen. Schlafen wir gerade alle in der Sonne? Wunderschöne Pyroraptoren. Alle in verschiedenen Farben. Da kann man sich dann hier vorne dann auch nochmal schön hinsetzen. Und nochmal die Sonne genießen. Und hat dann auch immer den Blick auf das Gehege. Hinter dem Besucherplatz gibt es dann auch noch einige Läden, wo man sich was kaufen kann. Einmal leckeres Sushi und auch einen Kaffee. Und dann geht es auf der Seite auch noch weiter. Aber wir gehen den normalen Weg, der eigentlich gedacht ist, nämlich hier entlang. Da geht man dann auch auf das Innovationscenter zu. Machen wir jetzt aber nicht, weil wir wollen den Rundgang laufen. Das heißt, dass wir hier abbiegen auf der Seite. Warten mal kurz, bis die Tour vorbeigefahren ist. Und dann geht's weiter. Fährt die Tour auch gerade im Gehege schon. Aber ich hoffe, wir können gleich von hier oben auch dann mal die Lebewesen, die hier wohnen, in dem Gehege sehen. Das ist halt sehr waldig und dschungelig, das Gehege. Deswegen könnte es auch sein, dass wir die jetzt nicht zu Gesicht bekommen. Ach doch, da sehen wir sie. Das sind nämlich Teris. Ich laufe jetzt erstmal hier weiter, dann fliegen wir da gleich auch nochmal rein. Hier ist nämlich auch nochmal so ein schöner Besucherplatz. Also hier ist echt eine schöne Atmosphäre, dadurch, dass hier so viel plätschert. Sieht das Ganze übrigens von oben aus. Hier ist dann auch nochmal so ein Biosyn-Turm, aus dem man dann nochmal zurückgucken kann auf den Eingangsbereich. Und so sieht das Terizinosaurus-Gehege von oben aus. Da kann man dann auch nochmal den Weg da hochgehen zu so einer Beobachtungsgalerie. Wir fliegen jetzt erstmal ins Gehege rein und gucken uns die Tierchen an. Bin auf jeden Fall gerade hier nach links gegangen. Ja, da ist schon einer. Das ist auch so mit meinem Lieblingsskin, muss ich sagen, für den Terizinosaurus. Und dahinter ist auch der andere. Der hat auch einen sehr schönen Skin. Voll gut getarnt gerade. Fällt fast gar nicht auf, wenn man rauszoomt. So, jetzt gehen wir nochmal da oben schnell rein in die Beobachtungsgalerien. Die sind hier direkt an so einer Klippe. Und dann von hier oben nochmal die Aussicht perfekt genießen. Die Terris sehen wir leider gerade dann nur so ein bisschen. Auch ganz leicht im Wald. Man sieht den Kopf gerade. Aber man hat einen sehr schönen Überblick von hier oben. Und dann geht es schon weiter zum nächsten Parkbereich. Oh, jetzt kommt auch mal der Nebel. Echt schade, dass der immer nur so ganz kurz da ist. Aber ich finde den immer sehr atmosphärisch. Hier geht es zur Lagune. Können wir gleich mal hier in so eine Beobachtungsgalerie reingehen, würde ich sagen. Und hier drin leben Kronos. Da schwimmen sie sogar gerade. Könnte sein, dass der jetzt sogar an den Haifi da rangeht. Aber ich glaube nicht. Aber immerhin haben wir ihn zu Gesicht bekommen, wenn es nur vom Weiten ist.
Da seht ihr nochmal die beiden Chronos. Sehr coole Unterwassersaurier. Aber wir fliegen jetzt mal hoch. Schauen uns das mal von oben an, den Bereich. Der sieht nämlich so aus. Auch ein echt großer Bereich geworden. Aber wir haben ja auch noch zum Beispiel das Aviarium. Da fliege ich jetzt einfach mal rein, würde ich sagen. Man könnte auch hier einfach dann reingehen und dann sich das durch die Beobachtungsgalerie angucken. Aber so geht es ein bisschen schneller. Hier drin sind die Morphodons und ich glaube Maradactylus. Und natürlich fährt auch die Tour hier durch. Das ist ein Maradactylus. Wir fahren ja auch gleich eh nochmal mit der Tour durch, dann sehen wir es nochmal genauer. Sagen wir, gehen mal wieder jetzt hier raus. Und dann geht es hier vorne weiter. Zwischendrin sind auch immer so ein paar Stationen, wo man dann in die Jurassic Tour einsteigen kann. Muss man natürlich auch Toiletten, Hotelanlagen. Darf alles nicht fehlen. Geht man dann auch wieder aus dem Pool eine richtig gute Sicht auf die Lagune. Man kann sogar von hier oben den Haifieder sehen. Das heißt, wenn man hier morgens frühstückt oder so, kann man trotzdem den Chronos beim Haifressen zuschauen. Hier sind auch nochmal wieder einige Besucherläden. Und dann geht es hier weiter in den nächsten Bereich. Wir biegen erstmal jetzt hier rechts ab. Hier geht es nämlich nochmal zu so einem Biosyn-Turm. Können wir auch einfach mal hochfliegen, würde ich sagen. Dann seht ihr, die ungefähre Sicht ist so. Also man hat hier wirklich einen guten Überblick über das gesamte Gehege hier. Aber hier in dem Gehege sind die zwei Brücken die Besonderheit. Also richtige Brücken sind es nicht, aber man kann zumindest erkennen, dass es eine Brücke darstellen soll. Wir können dann die Besucher rübergehen, von hier oben direkt ins Gehege schauen. Ich frage mich echt, wo die Gigas sind, die hier wohnen. Man hat eigentlich wirklich eine gute Aussicht. Da hinten einer im Wald. Da müssen die ja im hinteren Bereich des Geheges sein. Keine Ahnung, wo sonst. Hier ist die zweite Brücke. Aber das Gehege ist auch riesig, ne? Es geht halt bis hier vorne. Dahinter ist halt auch überall noch Wald. Deswegen, ach, da ist ja auch einer. Sagen, deswegen könnt ihr sich auch natürlich da verstecken. Sind sogar beide. Das ist natürlich gerade perfekt, ne, wenn man mit der Tour fährt. Okay, das ist natürlich wieder nicht so perfekt. Aber viel näher ran an so einen Giga kommt man nicht. Wurden sogar leicht angeditscht. Na gut, fahren wir mal weiter. Oder fliegen wir mal weiter. Hier den Weg entlang. Hier ist nämlich das Innovationszentrum. Können ja auch einmal von vorne dann kommen. Also hier sind wir abgebogen. Für den Rundweg. Aber normalerweise würde man halt so auf das Innovationszentrum zukommen. Dort kommt man dann auf diesen Besucherplatz. Hier hat man natürlich auch nochmal wieder einige Sitzmöglichkeiten. Und natürlich kann man auch hier wieder in solche Türme reingehen. Die habe ich eigentlich fast überall eingebaut, damit man eine gute Sicht hat. Hier gibt es nämlich zum Beispiel Dreadnoctus in den Gehege und auch Paras. Ein sehr großes Pflanzenfressergehege. Aber das kann man auch von da vorne noch mal ein bisschen besser sehen. Wir fliegen da jetzt einfach mal hin. Hier sind nämlich auch noch mal zwei Galerien. Diese zwei.
sind auch direkt am Rand und ein bisschen höher gelegen, damit man eine schöne Sicht hat. Und dahinter ist sogar auch nochmal ein Turm. Können wir mal kurz hier reingehen. Und dann kann man schon direkt erkennen, die Sicht von hier ist wirklich super. Ich zeige euch das Gehege jetzt auch noch einmal schnell von oben. Weil das ist auch sehr, sehr groß. Diese ganze Ecke ist das Gehege. Wir haben auf jeden Fall genug Platz, die Dinos. Und auch hier fährt natürlich die Tour durch. Aber wir düsen weiter. Hier geht's in den nächsten Parkbereich. Wieder mit einer schönen Lagune. Doch hier sind ein paar Hotels für die Gäste. Kann man dann auch wieder perfekt auf die Lagune blicken. Auf der anderen Seite ist auch nochmal eine Beobachtungsgalerie. Aber wir gehen jetzt einfach mal so auf Tauchgang. Hier schwimmen nämlich 5 Elasmus drin. Und auch von hier vorne kann man dann nochmal auf das oder auf die Lagune gucken. Von dem Turm aus. Und als nächstes geht es hier rechts in den letzten Bereich. Nämlich ist das nochmal ein Aviarium. Ich fliege mal hoch, dann könnt ihr das besser sehen. Nämlich ein sehr, sehr großes Aviarium. So sieht das aus. Da war rechts der Eingangsbereich und hier ist das Aviarium. Wir fliegen mal direkt rein. Und hier drin leben Quetzal. 3 Stück. Ich finde, das sieht immer sehr, sehr seltsam aus, wenn die Quetzal im Aviarium fliegen. Das Aviarium in Jurassic World Evolution 2 ist einfach zu klein für die. Bisschen schade. Wäre cool, wäre da noch ein größeres ins Game gekommen für. Aber hier sind zum Beispiel auch noch Gullies. Ich glaube 8 Stück oder so laufen wir auch noch rum. Da hinten sind noch mehr. Und natürlich hat man hier auch wieder ein paar Beobachtungsgalerien mit eingebaut. Da gehen wir jetzt aber mal nicht rein. Das Safe Game ist, wie gesagt, auch in der Videobeschreibung. Falls ihr es euch nochmal genauer angucken wollt, ladet euch das gerne runter. Ja, aber das war jetzt eigentlich schon zu Fuß zumindest oder halb zu Fuß die Parkrundtour. Also der Park hat wirklich die gesamte Karte ausgefüllt. Da rechts ist das Biosyn-Gebäude. Der Park erstreckt sich hier über die gesamte Fläche. Ist wirklich sehr, sehr groß geworden. Wir fahren jetzt aber nochmal mit der Jurassic Tour los. Ich werde das dann so machen, dass ich euch nur so ein paar Highlights zeige, sonst dauert das jetzt zu lange. Die gesamte Tour könnt ihr dann ja selber ausprobieren. Aber hier geht's jetzt los. Durch das Jurassic World Tor, was sich öffnet. In das erste Gehege. Und das ist das Therizinosaurus-Gehege. Da vorne laufen sie auch schon. Ich glaube, die haben keinen Bock auf mich. Wir düsen mal weiter. Hier geht es nämlich dann auch hoch. Und wieder raus. Und dann ist hier links einmal die Lagune. Da können wir jetzt leider aus der Tour nicht reingucken. Aber wir können jetzt einmal hier vorne in das Aviarium reinfahren. Hey, nicht zugehen. Auf. Hier staunen sich schon alle. Versuche trotzdem mal zu überholen, auch wenn es in der Kurve ist. Ist halt nicht so einfach, weil hier so viele Felsen sind.
halt ganz cool, dass sie dann hier auch direkt an den Felsen oder auf den Felsen landen. Kann man die aus nächster Nähe sehen. Hier links fliegt auch irgendwo was. Ein Maradactylus. Und dann geht's hier zur nächsten Station. Da fahren wir jetzt einfach mal dran vorbei. Hier könnte man jetzt aussteigen und dann von hier aus weiterlaufen. Aber wir fahren natürlich weiter. Und jetzt sind wir im nächsten Gehege. Schön mit viel Nebel. Das hier ist das Giganotosaurus-Gehege. Kann halt gut sein, dass die Gigas sich noch im hinteren Bereich aufhalten. Weil jetzt gerade ist nichts zu sehen. Aber die Gigas haben sich leider gerade nicht blicken lassen. Aber das habt ihr ja gerade schon in der anderen Sicht gesehen. Das war eigentlich schon ziemlich perfekt. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal weiter. Hier geht es nämlich schon ins nächste Gehege. Das ist auch wieder ein riesiges Gehege. Mit Paras. Laufen wir gerade schon sehr schön durch den Wald. Und man hört sogar schon die Schreie im Hintergrund. Das sind die Dreadnoctus. Na, guck mal, hier links laufen sogar noch mehr. Das ist doch echt schön. Hier kommt einfach ein Dreadnoctus aus dem Nichts. Hier können wir jetzt schön unten drunter durchfahren, noch schnell. Schon ziemlich perfekt. Aber man kann es gar nicht sehen. Schade, dass das Ding hier kein Glasdach hat. Hier links kann man die nochmal wirklich schön sehen, die Dreadnoctus. Das sieht echt toll aus. Ja, wir kriegen gleich sogar nochmal eine bessere Sicht, weil jetzt geht es hier ein bisschen nach oben. Und dann fährt man hier durch so einen Tunnel durch. Und dann ist ja auch nochmal ein Para im Wald. Sogar zwei Stück. Drei sogar. Oha. Jetzt kommen sie alle. Wie sie direkt Angst haben, wenn ich hupe. Die Armen. Aber hier am Ende ist es dann nochmal schön, weil hier ist man dann nochmal erhöht auf so einer Klippe. Und kann nochmal perfekt runter gucken, nach links. Dadurch hat man halt wirklich einen sehr guten Überblick. Man darf halt nur nicht hier links runterfallen mit dem Auto. Aber das sollte man eigentlich hinkriegen. Und dann geht es hier nochmal an der letzten Lagune entlang. Ich überhole jetzt einfach mal. Und hier vorne kommen wir dann nochmal in das letzte Aviarium. Das riesige. Mit den Quetzal. Die sieht man hier auch direkt fliegen. Sowas finde ich immer sehr schön, wenn man so Berge direkt hat. Dann sieht man noch nicht das ganze Aviarium. Sieht man dann erst, wenn man da drum herum fährt. Aber ich hätte hier auch gerne noch mit viel mehr Höhenunterschieden gearbeitet. Aber das ist halt leider sehr begrenzt, die Baumöglichkeiten im Aviarium. Das ist echt schade. Vielleicht sieht das halt hier alles sehr nach Flachland aus, weil es halt so riesig ist. Aber gut, sieht trotzdem ganz schick aus. Und ist halt auch cool, dass hier auch Gallis drin rumlaufen. Das ist weg mit euch. Habt alle Angst. So, wir fahren jetzt aber hier raus. Und dann geht es eigentlich nur noch zurück zur Station. Einmal durch den Wald.
Genau, dann würde man halt hier rauskommen und dann hier wieder rum. Und dann hier zur Station, wo wir losgefahren sind. War jetzt ganz kurz für euch wahrscheinlich zusammengefasst. Aber ich glaube, wenn man die wirklich mal fährt und sich die Zeit nimmt, fährt man locker 30 Minuten. Könnt ihr dann ja gerne ausprobieren mit dem Safe Game. Ich werde jetzt aber nochmal auf Nacht umstellen. Denn wir haben ja eigentlich auch fast alles mühevoll beleuchtet. Sogar in den Gehegen mit Flutlichtern teilweise. Das heißt, wenn dann die Tiere an bestimmten Spots sind, kann man die dann gut sehen. Ich habe aber auch überall Straßenlaternen und so aufgestellt. Also hier ist wirklich überall Licht. Kann man, glaube ich, schon ganz gut sehen. Ich habe, glaube ich, an wirklich fast jeder Ecke so Laternen platziert. Aber irgendwie spenden die gar nicht so viel Licht. Das ist echt nur so ein Mini-Radius. Aber ist egal, sieht trotzdem schön aus bei Nacht. Besser, als wenn da keine stehen würden. Oh, hier ist nochmal schön beleuchtet. Also hier sieht man gleich, das ist ein Besucherbereich. Sieht aber auch echt cool aus. Ist halt auch schön, dass die Springbrunnen alle so schön leuchten. Und hier, wenn man über die Brücke geht, hat man im Giga-Giga auch nochmal Flutlichter. Ich habe aber nicht in allen Gegenden Flutlichter gemacht. Aber hier habe ich die schon so ein bisschen verteilt. Da ist zum Beispiel auch eins. Das ist echt schade. So von oben sieht man gar nicht die Lichter. Erst wenn man näher rangeht, gehen die an. Aber hier ist auch alles schön beleuchtet. Sieht man halt nur nicht von oben. Ist aber cool, wenn man hier sitzt. Und rechts ist direkt das Gehege. Das ist jetzt nochmal so der letzte Bereich, den wir uns beleuchtet angucken. Ich finde tatsächlich, dass die Springbrunnen am schönsten aussehen mit dem Licht. Die Laternen sind halt nicht so spannend. Hier wäre es auch noch schön gewesen, hätte ich hier Springbrunnen noch eingebaut. Aber ich wollte halt auch nicht zu sehr übertreiben mit Objekten. Aber ich wusste auch nicht, dass sie so schön beleuchtet aussehen. Also ich glaube, wenn man so einen Nachtpark baut, dann muss man wirklich viele davon machen. Guckt euch die mal an, wie nice die aussehen. Sieht so schön aus. So Leute, das war's jetzt aber mit der Biosyn Jurassic World. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das alles zeigen soll. Der Park ist so groß geworden, der passt gar nicht auf eine Kameraperspektive. Aber ihr könnt, wie gesagt, das Safe Game unten in der Videobeschreibung finden. Probiert den gerne selber aus, baut den um, macht damit, was ihr wollt. Also viel Spaß damit. Aber ich finde, der ist ganz gut gelungen, der Park. Bin echt zufrieden. Zoom nochmal raus. Aber der Park ist wirklich gigantisch geworden. Aber ist doch schön. Dann haben wir die Biosyn Jurassic World auch abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.